Hanse Porter. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Mafia, Alter. Ach du Scheiße. Hä, wer kommt denn jetzt? Karamell malzig vom Geschmack her. Hanse Porter ist ein naturbelassenes, hanseatisches, nach der Brauspezialität mit Stammwürze gewürztes, in 12,5%iges Genussmittel mit einer Temperatur von 16 Grad am besten zu genießen. Alkoholgehalt 4%, also relativ underrated. Karamell, Röst- und Pilsener Malzaromen. Mit dunklem Schaum sowie süße Mandel-, Kaffee- und Karamelldüfte. Okay. Kalte Gärung, dass das spritzige Mundgefühl und den dichten haselnussbraunen Schaum entstehen. Dezente Hopfung mit der Sorte Perle lässt den malzig-süßen Charakter voll zur Geltung kommen. Rico hat dafür extra eine Ausbildung gemacht. Er ist ausgebildeter Eingießer. Er hat so wiederholt, also er hat 4,5 Jahre gemacht, anstatt 3,5. KKP. Na danke, er hat wiederholt, er hat sich ja wieder an. Genau dazwischen. Wir wollen ja hier nicht lügen. Perfekt. Gieß in hier. Okay, pass auf. Man macht das ja mal so. Und dann gießt man ein. Mach den Knoch mal. So, wie sieht das aus? Dunkel. Ach, dunkel. Dunkel sieht es aus, okay. Also für ein dunkles Bier, Schwarzbier, ist das schon sehr ansprechend. Kaum Liebe oder kaum Triebe? Liebe. Liebe? Doch immer. Prost. Du merkst sofort diese malzige, ne? Also diese, was vom Schwarzbier halt, das ist halt diese typische malzige. Vor allem Brauwasser, Gerstenmalz, Ingwer, Zucker, Kohlensäure und Hefe. Deshalb ist es so süßlich. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Wie schmeckt es denn? Also für ein Schwarzbier? Ich bin kein Schwarzbiertrinker, aber also ein gutes Schwarzbier weiß ich auch zu schätzen. Das ist ja jetzt mittlerweile so der dritte Schwarzbier, was ich so sage. Okay, wenn ich auf Schwarzbier habe, dann trinke ich doch mal. Aber dann ist auch mal gut. Ne? Halt, als Nicht-Schwarzbiertrinker trinkt man kein Schwarzbier, aber wenn man ein Schwarzbier trinkt, ist das Schwarzbier gut. Bronze. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Was testen wir denn als nächstes? Wo ist es denn? Na, wir machen mal da hinten auf deine Wertbank. Wir machen natürlich Störti voll. Der alte Pirat. Oh nee, oder? Mal gucken, was der da wieder anschleppt. Was steht denn da drauf? Crystal Mess. 5,5. Ja, was steht? Was ist denn das jetzt? Baltic Lager. Ach, Baltic Lager? Oh. Ja, das muss ja nicht schlecht sein. Ja, also abonnieren und alles und dann liken, teilen und verweilen. Bis zum nächsten und ciao. Wenn euch das Verhalten von Enrico nicht passt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Stört die jetzt bestimmt dagegen, weil du ihm nicht mal Silber gibst. War ja klar, überraschend, aber besser wie. Dann hol raus jetzt. Trink aus, Junge. Ja. Bis demnächst.